Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde War Thunder. Ja, die letzten Tage, oder ne, gestern habe ich ja nicht aufnehmen können, weil ich zuerst so einen blöden, ja keine Ahnung, ich kam nicht mehr ins Internet rein. Und habe alle Stecker neu rein und raus oder raus und rein. Router resettet, Rechner hoch und runter gefahren. Was man alles so macht und nichts hat funktioniert, um dann im Endeffekt irgendwann ja heute Morgen zu hören, dass die wie soll man das sagen, also wir wohnen hier in einem alten Stadtteil und auf der anderen Straßenseite bauen sie gerade was Neues, so quasi in zwei Neubauten, Neubaugebiet, wie auch immer man das sagen soll. Und da haben die schön erstmal eine Leitung erwischt. Ja, da kann man dann natürlich nicht wirklich viel ausrichten. Das war sehr ärgerlich. Und ja, deshalb kam ich da gestern nicht dazu, eine Folge aufzunehmen. Und normalerweise habe ich ja eigentlich immer ganz gerne so eine in Reserve, genau für solche Fälle, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich keine Reserve. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Gestern keine Folge, aber hatte ich dann ja auch schon angekündigt. Ne, Nachladung. Nein, verdammt. Was, ich wurde abgeschossen? Kacke. Egal. So, und davor, die beiden Tage, hatte ich ja... was hatte ich denn da? Achso, World of Tanks hatte ich da, genau. Ja. Deshalb jetzt mal wieder ein klein bisschen was Neues. Und jetzt muss ich erstmal... Na, ich muss nicht, aber ich fliege erstmal mit der D3, weil die so ein bisschen... Ja, die ist nicht so die wendigste, deshalb... nehme ich die jetzt erstmal. Damit ich hiermit vielleicht ein paar Punkte bekomme, um dann, wenn sie abgegradet ist, sie rauswerfen zu können. Ja, übrigens die U87 und die U52, das waren meine allerersten Flugzeugmodelle. Früher in der Schule ging das los. Oh, die kommt doch auf mich zu, oder? Ah, die kommt bestimmt gleich auf mich zu. What? Alter! Kacke. So, früher in der Schule ging das los. Da hatten wir mal schön so eine Projektwoche und da wurde das angeboten von Oberstufenschülern und wir so 5., 6. Klasse. Wow, geil. Flugzeugmodellbau, hammergut. Ja, und da habe ich dann mal mitgemacht und das waren meine ersten zusammen mit der... Ah, der kommt schon wieder auf mich zu, glaube ich. Naja, natürlich. Aber diesmal weiche ich ihm aus. Nein, das gibt's doch nicht. So, ich hoffe... Jawohl. Puh. Gut, ich fliege erstmal zurück zum Flugplatz. Bin ich... wo ist der Flugplatz? Ach, shit, das ist so eine Map. Ah, kacke. Ja gut, dann probiere ich einfach zu landen. Was soll's. Und zwar da hinten. Ja, und da hatte ich mir dann so die ersten beiden Flugzeuge gekauft. Die ersten waren, oder alle eigentlich waren. Ich habe Maßstab 1:72. Ich hatte zwischendurch mal einen kleinen Fehlkauf mit 1:48. Das war dann, ein bisschen blöd. Nee, oder war das umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist so lange her. Aber ich meine 1:72, das war so mein Standard, mein Standardbausatz. Und da kamen noch zahlreiche dazu. Also ich habe das jahrelang wirklich verfolgt. Und hatte dann auch so bei meinen Eltern im Schuppen so eine kleine Werkstatt. Und da bin ich dann immer schön rein, habe dann da die Flugzeuge zusammengeklebt und angemalt. Wie gesagt, U52, U87 waren die ersten. Dann kam eine F4 Corsair, eine B-17, eine F-117 Nighthawk,
Was kam denn noch so? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach ja, der Tornado natürlich. Den hatte ich auch noch. Ja, da waren schon so einige, an die ich mich jetzt jedenfalls so erinnern kann. B-52 hatte ich auch noch. Okay, ich glaube, das war so das Letzte, was ich noch machen konnte. Gut. Ja, ich sag mal, die Runde jetzt hier, bis auf die Erzählung, nicht ganz so interessant. Vielleicht auf die Erzählung nicht, dann tut es mir wirklich leid. Aber da kommen sicherlich bessere Runden. Ich weiß nicht, also deshalb bin ich auch irgendwie mal an dem Spiel hier hängen geblieben. Weil, also World of Tanks ging's los. Aber so der Panzerbauer, was Modelle angeht, war ich nie wirklich. Ich hatte eigentlich immer die Flugzeuge. Ich hatte auch so einen ADAC-Hubschrauber zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade noch ein. Ja, und als ich dann eine World of Tanks Pause gemacht habe, habe ich ja mal rumgeguckt, was es noch so gibt und bin dann auf War Thunder gestoßen und dachte mir, oh, das Ganze mit Flugzeugen, wie geil ist das denn bitte? Und so bin ich eigentlich hier zu dem Spiel gekommen, ja. Weil ich halt das seit frühester Kindheit doch schon sehr, sehr lange verfolge. Ups. Bewegt das Teil sich noch oder nicht? Nee, ne? So, Rest schmeiß ich auch mal mit ab, dann kann ich gleich nachladen hier. So. Ups. Gucken wir mal, ob ich die Flak da wegbekomme. Wäre cool. Und jetzt gehe ich einfach mal runter mit dem Bomber, dann können meine Bordschützen hier nochmal ein bisschen was reißen vielleicht. War nur ein Treffer. Aber nicht kaputt geschossen. Schade auch. Da unten 14 noch. Verdammt. So. John. Yeah. Nein. Ah, verdammt, zu spät. Mann, wieso muss da jetzt genau eine kommen, die Raketen an Bord hat? Das ist doch scheiße. Egal. Jetzt kommt mein heimliches Ass hier nämlich. Damit werde ich, glaube ich, ohne Ende abrocken. Na gut, wirklich viele Punkte sind es nicht, also ist das nicht schlimm, dass wir die Runde hier verlieren. Gibt gleich eine neue, aber mit einer anderen Nation erstmal. Ja, schade. Da konnte ich mit dem Doppeldecker gar nicht mehr so richtig eingreifen. Die Geheimwaffe des Zweiten Weltkriegs. Oder des ersten. Den zweiten hatten wir ja schon. Modernere Flugzeuge. So. Was nehme ich denn mal? Na gut, ich probiere es. Ich probiere es, Leute. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich bin schon mal ein ganz kleines Stück geflogen. Damit ihr euch das hier nicht alles antun müsst. Oder ich euch das alles antue, besser gesagt. Und mal gucken. Ich glaube, der Kollege hier könnte mir gleich mal so richtig schön. Oh, das ging aber fix. Sehr schön. Sehr schön. Dann gucke ich mal, ob ich die anderen da auch noch holen kann. Komm, Notenergie. Nein, sie ist noch nicht fertig. Jetzt brauche ich dich. Brauche dich.
Jawohl, so kann das weitergehen. Zieh hoch, zieh hoch. Komm schon. Nein, Muni leer. Kacke. Ah, na gut, dann drehe ich erstmal ab. 45 Sekunden jetzt hinter dem herfliegen und mich beschießen lassen, habe ich keinen Bock drauf. Ich denke, in der Zeit wird nicht so viel passieren. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, 8 Sekunden noch. Schon. Hey, wo bleibt denn der Kreis? Ah, diese blöde Maustaste. Jawoll. Nein, und nachladen. Kacke. So, mal gucken, was fliegt denn hier oben noch so rum? Hier sind nämlich jede Menge gegnerische Bomber am Start. Und ich denke, mit so einer Kanone kann man die schon ganz gut wegnatzen. Die Nachladezeit ist nur ein bisschen eklig. Da kommt sogar noch eine Wellington angeflogen. Alter, was geht hier ab? Ich brauche Hilfe. Ich hole mal erstmal die Wellington. Oh, schön. Moment. Hat der auf mich geschossen? Ach ja, die haben nach vorne raus ja auch so ein Teil. Kacke. Ne. Echt jetzt? Ohohoho, kacke. Aber ich habe davon noch einen, Jungs. Damit geht's gleich weiter. Ich muss nur einmal ganz kurz Robert antworten. Bis gleich. So, liebe Leute. Zurück zu War Thunder. Ich hatte leider mal wieder einen Absturz. Also einen Computerabsturz. Deshalb jetzt auch, wie ihr sehen könnt, die Russen und nicht mehr die Japaner. Habe ich, glaube ich, mal gespielt. So. So, so. Und ich glaube, ich fliege mal so Richtung A20. Ich fliege mal lieber woanders hin. Wo fliege ich denn bloß hin hier? Eieieiei. Oh. Ding. Nein, der dreht hier nicht richtig. Kacke. Ah, da komme ich wohl nicht mehr ganz hoch. Nee. Ach Mann, was ist denn das? Ich fliege jetzt da hinten hin, ist mir jetzt egal. 4 Bomben habe ich dabei. Gut. Gibt es überhaupt Bodenziele auf der Map? Ich weiß das gar nicht so genau. Ja, wird auf jeden Fall mal Zeit für eine neue Grafikkarte oder vielleicht einen ganz neuen Rechner. Habe jetzt zu Weihnachten ein bisschen Kohle bekommen. Und ich denke, da werde ich mal ein bisschen investieren. Ich wollte ja eigentlich zuerst ein neues Headset haben, damit wir hier
nicht mehr so ein Rauschen am Start habt. Das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Also das ist nicht vergessen. Wie viel ist hier denn los? So, wäre schön, wenn mein Heckschütze da einfach noch feuert. Ah, kacke. Naja, ich hätte dranbleiben sollen an der I16. Die ist einmal kurz, hat einmal gedreht und ist dann hinter mich geflogen. Ja, Mist. Ja, und den Baum noch gefällt. Super gut. Okay, weiter geht's. Also auf jeden Fall von dem Geld werde ich das Headset erstmal noch nicht, beziehungsweise ein Mikrofon mir zulegen, sondern erstmal vielleicht Grafikkarte, Arbeitsspeicher, sowas halt. Damit ich dann auch mal aktuellere Spiele zum Beispiel spielen kann. Das ist im Moment, ja, mit einigen geht es noch, aber ich weiß nicht, ich will es dann ja auch mal auf hohe Auflösung spielen und so. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so drin. Sag mal so, hier bei World of Tanks oder auch hier bei War Thunder, da geht das schon. Aber ja, wie gesagt, öfter mal was Neues. Oder was heißt öfter? Ich habe den jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Jahre. Ja, wird mal wieder Zeit. Wieso treffe ich den denn nicht? Nein, ist alles leer geschossen. Kacke. Hau ab, das ist mein Abschuss. Geh weg. Drecksack. Geh doch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, hoch. Alter. So. Oh oh, hinter mir. Noch hinter mir? Ne. Puh. Gut. So, damit habe ich auf jeden Fall meine KD ein klein bisschen wieder ausgeglichen. Oh,
vielleicht die 16 hier erwische. Nicht, dass der die Typhoon hier jetzt gleich wegknackt. Wow. Alter, was ist hier denn los? Oh, ich muss... Oh, noch einer! Alter! Nein! Shit. Das waren zu viele. Kamen die irgendwie von allen Seiten. Das war nicht mehr so schön dann jetzt gerade. Keine Ahnung, ich habe nicht mehr drauf geachtet, ob ich da Support hatte oder nicht, aber... da leichte Panzer. Hm. Mist. Oh Mann, da sind so viele Gegner. Was? Wer kommt da so schnell hinter mich? Es sind immer noch zwei hinter mir erst. Ah, gegen zwei BF-109.
ist das jetzt nicht ganz so einfach. Aber ich habe sie recht lange aus dem Kampf rausgehalten. Als schwachen Trost. Jawohl. Uhuhuhu, Baby. Schön nochmal hier mit der Rakete einen weggeknallt. Sehr schön. Oh ja, das ist doch ganz okay. So ist ganz gut. Ja, Leute, also ich weiß nicht, ich werde die beiden Folgen, die ich da jetzt ja mehr oder weniger zusammen aufnehmen musste, dann mal zusammenschneiden. Sind nicht ganz 30 Minuten dieses Mal, aber ja, es kommt, glaube ich, dicht dran. Ich bin müde, es ist um 14:45 schon. Ja, es wird langsam Zeit. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein ganz klein bisschen Spaß. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinschalten und ja, freue mich, wenn ihr das wieder tut und vielleicht auch mal einen Kommentar da lasst, was gut war, was kacke war oder wie auch immer. Also, bis demnächst und macht's gut. Ciao, ciao.